Wir starten heute Morgen mit situativem Führen. Es gibt ja verschiedene Führungsstile. Also du kannst sehr dominant, direktiv führen und Leuten sagen, so ein bisschen top-down, so ist es, so machst es. Man kann sehr laissez-faire leiten, so mach du mal, wie du denkst und so. Also es gibt ja verschiedene Führungsstile. Und wir haben uns schon angeschaut, dass verschiedene Führungsstile in verschiedenen Phasen der Organisationsentwicklung richtig oder falsch sind. Vielleicht könnt ihr euch erinnern, beim ersten Mal dieser steile Einstieg mit den Phasen von Organisation, ja, direktive Phase, delegative Phase und so weiter. Da muss man unterschiedlich führen. Und heute Morgen will ich euch ein bisschen das situative Leiten näher bringen, weil ich glaube, eine gute Führungskraft darf nicht einen Führungsstil haben und den über alles drüber bügeln, sondern muss lernen, in verschiedenen Situationen mit verschiedenen Personen ganz unterschiedlich zu führen. Also was bei der einen Person gerade richtig ist, ist bei der anderen komplett falsch. Und ich liebe das situative Führen, diesen Ansatz, weil der so einfach ist zu verstehen. Also man hat es so nach 5 Minuten mehr oder weniger verstanden und es auf allen Ebenen funktioniert. Ganz oft haben wir so Leiterschaftsprinzipien, die dann irgendwie auf einer Teamebene, wo du irgendein Ministry-Team oder eine Kleingruppe leitest oder so, da funktioniert es gut, aber eben jetzt nicht mehr auf höheren Ebenen. Oder du hast in den ganzen Büchern, die von irgendwelchen CEOs für irgendwelche CEOs geschrieben wurden, so diese Monster-Principles und du denkst so, wie breche ich das jetzt runter auf meine 5 Leute, die ich führe? Ja? Also dann über Vision und das und was man alles machen muss und du denkst so, okay, ich führe 5 Leute in einer Kleingruppe, wie, was heißt das jetzt dafür? Ja? Und situatives Leiten liebe ich, weil es echt auf jeder Ebene funktioniert. Also von wirklich, wenn du einen Konzern leitest mit 5000 Leuten und deine Top-Management weiterführen willst oder du hast eine Kleingruppe mit 3 Leuten und willst die weiterbringen. Und das liebe ich daran. Und so das Standardbuch dazu, vielleicht kennen es auch einige, ist dieses Minutenmanager-Buch. Kennt ihr das, ja? Der Minutenmanager? Ist ein absolut easy read Book. Das ist so eine, da wird so eine Geschichte erzählt und so. Genau, und dann einfach so ein paar Nuggets rausgehauen, wie wir situativ leiten. Ist so ein paar Seiten, 120 oder so. Und die Seiten sind irgendwie nicht vollgeschrieben. Ich verstehe das in dem Buch nicht. Es sind immer so nur die halbe Seite vollgeschrieben. Ich weiß nicht warum, das ist ein ganz seltsames Format. Genau, da wird das ist so das klassische Buch zum situativen Führen. Und genau, da führe ich euch jetzt so einfach mal ein bisschen ein. Wir haben ja eine schöne Chart. Ich habe das auch mal für einige ICFler, die auch da sind, bei einem Leiterabend mal so ein ganz kurzes 15-Minuten-Teaching dazu gemacht. Vielleicht kann sich einer oder andere dann erinnern. Beim situativen Leiten gibt es so 4 Felder, das werden wir gleich sehen. Und je weiter das hier drüben ist, müssen wir mehr vorgeben. Also den Leuten sagen, wie sie es machen. Und je weiter wir hier oben sind in dem Feld, desto mehr müssen wir befähigen. Jetzt die Frage, ob ihr verstanden habt, was das uns sagt. Wo ist der optimale Mitarbeiter oder Leiter auf diesem Chart? Also ist er hier, da? Wo ist der optimale Leiter? Für alle, die noch nicht von mir da drin geteacht wurden, Philipp. Egal. Ja, okay, er hat es begriffen, sehr gut. Aber ich glaube, du hast auch in dem Buch schon gelesen, gell? Ja. Also der optimale Mitarbeiter von dir, der ist hier. Und der optimale Leiter ist hier, weil du musst ihm nicht mehr sagen, was er zu tun hat und du musst nicht mehr viel in ihn investieren, das läuft. Ja, also das ist der optimale Mitarbeiter. Das Ding ist nur, wenn du eine Organisation leitest, wenn du eine Gruppe leitest, die meisten Leute sind nicht am Anfang hier. Also du hast ja selten so das Luxusproblem, du hast die Leute, die kommen rein und die können alles und die brauchen dich nicht und es läuft. Wenn das der Fall ist, dann geh weiter, weil dann brauchen die dich nicht, dann leit was Neues. Ja? Und beim situativen Leiten geht man davon aus, es gibt so 4 Felder und je nachdem, wo Mitarbeiter stehen, müssen wir sie jetzt unterschiedlich führen. Und das Prinzip ist, dass die allermeisten Mitarbeiter, die neu reinkommen, die allermeisten Leiter, die wir neue Verantwortung führen, die starten irgendwo hier. Das heißt, die starten darin, dass man ihnen sehr, sehr genau sagen muss, was sie tun sollen. Und der Führungsstil dazu ist quasi, ich muss sehr, oder nehmen wir mal eine andere Farbe hier, sehr dirigierend führen. Mit anderen Worten, da ist ein neuer Mitarbeiter in deinem Team,
egal, du hast jetzt ein Technikteam, du hast neue Mitarbeiter, der kann nicht automatisch ganz alleine, ohne dass du ihm was sagst und ohne dass du ihn investiert hast, kann der einfach alles bedienen, sondern nein, der fängt hier an, du musst ihm sehr klar sagen, also folgendermaßen funktioniert das Lichtmischpult. Und dann drückst du da drauf und dann geht's an. Ja, also ihr versteht, ja. Und genauso ein neuer Kleingruppenleiter, der weiß nicht automatisch, wie leite ich eigentlich eine Kleingruppe, sondern dem musst du erstmal sagen, was heißt das, was bedeutet das? Und dirigieren zu führen bedeutet am Anfang, wir geben den Leuten eine sehr, sehr klare Tätigkeitsbeschreibung, eine Stellenbeschreibung. Wir geben ihnen vielleicht eine Checkliste, was bedeutet das? Je nachdem, ob es nur um eine Aufgabe geht oder eine Leitungsverantwortung. Wir müssen es sehr, sehr eng führen und sagen, also wenn du diese Aufgabe machst, wenn du diese Leitung ausführst, bedeutet das A, B, C, D, E. Und du buchstabierst durch, was das bedeutet und du lässt dir von ihm nochmal sagen, was das heißt. Weil das machen wir auch als Leiter so oft, oder? Wir kommunizieren was, dann haben wir ihm gesagt, ne? Weiß er jetzt? Und dann macht er was ganz anderes und denkst du, hä? Und dann gehst du hin und sagst, ja, nö, das hast du mir nie gesagt. Weil du hast nur gedacht, dass du kommuniziert hast, aber eigentlich hast du es nicht wirklich so, dass er, also gut kommuniziert hast du dann, wenn der andere weiß, was du gemeint hast. Ja? Deswegen, man muss da nachprüfen. Wichtig ist, wir formulieren unsere Erwartung, was muss da passieren, wie muss es aussehen, was ist der Qualitätsanspruch, wir geben klare Anweisungen und wir tun sehr eng überwachen, kontrollieren. Ja, wir denken so, als guter Leiter kontrolliert man nicht. Nein, nur ein liebloser Leiter tut seine Leute nicht kontrollieren, weil die Leute sich selbst zu überlassen, sie machen irgendwas und sie kriegen kein Feedback, das ist lieblos. Wenn du irgendwann Mitarbeiter, wir werden nachher hier sein, ja, wenn du die Mitarbeiter immer noch versuchst, eng zu kontrollieren, das, dann deckelst du. Aber am Anfang musst du sehr, sehr eng da sein, weil es gibt ihnen Sicherheit. Und du gehst danach hin und sagst, okay, das hast du jetzt gemacht, so und so, wunderbar oder eben nicht wunderbar. Wir bewerten den Fortschritt, wir sagen ihnen, also das solltest du tun, so weit sind wir jetzt gekommen, du sagst ihnen, wie weit sie sind, sie können es nicht selbst bewerten. Und du gibst ihnen klare Ziele. Ja, wir machen das nachher ein Beispiel durch, dann wird es noch greifbarer. Und irgendwann können wir mit der Person weitergehen. Und die startet ungefähr hier, ja. Und dann führen wir sie hier hoch. In den trainierenden Stil heißt der. Trainierend. Also wir trainieren die Leute jetzt. Wir sagen ihnen nicht nur, tu das und jenes, sondern wir hier befähigen, wir investieren jetzt richtig viel in die Person rein. Und das ist die anstrengendste Phase, weil hier heißt es, du gibst denen, zack, das machst du, dann können sie es machen, du gehst hin und checkst mit ihnen durch, hat es geklappt. Das ist relativ easy, du musst denen nur halt ihre Aufgaben geben, ihr was auch immer und danach überprüfen, mit ihnen haben sie ihre Ziele erreicht. Hier ist viel anstrengender, weil das bedeutet 100% Investment von dir und von der Person. Also du musst dran sein. Das heißt, du nimmst die Person mit, du machst die Dinge mit der Person, du führst die Person rein. Du tust immer noch bestimmen, welche Ziele es in dem Bereich gibt, aber du besprichst es schon mit ihr. Du sagst nicht einfach nur, okay, das muss geschehen, sondern du sagst, also was meinst du? Und zum Schluss legst du immer noch fest, wo es hingeht, aber du nimmst die Person vollkommen mit rein. Das heißt, ihr entwickelt gemeinsam Pläne, du triffst noch die letzte Entscheidung, du gibst weiter natürlich Feedback und du lässt die Person aber schon mehr auch eigenständig machen. Das heißt, es ist nicht mehr so eng geführt, sondern es ist mehr, okay, probier das mal aus. Und ich schaue zu. Und jetzt schaust du mir mal zu, wie ich das mache. Ja, also so ein bisschen dieses Jesus-Prinzip, ja, ich mach's, seht ihr, was der Standard ist, jetzt machen wir es irgendwie so ein bisschen zusammen, ja. Das ist der intensivste Part und der ist enorm wichtig, dass wir unsere Leute qualifizieren, wir müssen sie stark befähigen, damit sie irgendwann eigenständig sind. Das ist immer unser Ziel, wir wollen mündige Mitarbeiter, wir wollen mündige Leiter, wir wollen Leute, die uns nicht mehr brauchen. Also dein Ziel als Leiter ist immer, überflüssig zu werden. Ein guter Satz. Und dann kommt irgendwann hier, und das ist der absolut springende Punkt, weil ab hier ändert sich was, nämlich hier ist der Mitarbeiter, der Leiter noch komplett unter deiner Verantwortung und du hältst immer noch den Kopf hin. Das ist immer noch dein Ding und du führst die Person nur da rein. Und ab hier übernimmt die Person die Verantwortung
für diese Aufgabe, für diesen Dienst, für dieses Leitungsformat und sie ist verantwortlich. Und du wirst verschiedene Mitarbeiter in deinem Team, in deiner Organisation haben, die das wollen oder nicht wollen. Ja, also unser Ziel ist immer dahin, die Leute dahin zu bringen, dass sie Verantwortung übernehmen, dass sie das machen, dass sie das ownen für sich. Aber du wirst auch feststellen, es gibt Leute, die wollen das nicht. Was machen wir mit Leuten, die das gar nicht wollen? Wir trainieren sie, wir sind in Gesprächen und so weiter. Was machen wir mit Leuten, die das gar nicht wollen? In welchem? Wenn es gar nicht geht, nehmen wir sie dahin zurück. Weil du kannst Leute tot trainieren und du investierst dich in Leute, investierst dich in Leute, es kostet dich so viel Energie, aber die kommen nie dahin, dass sie das wirklich übernehmen. Und dann sind sie einfach gute Mitarbeiter, die Befehlsempfänger sind. Und grundsätzlich sind unsere Mitarbeiter, unsere Leiter, sind absolute, in dem Buch heißt es immer Spitzenkönner. Ich mag diesen Ausdruck irgendwie. Und wir können die dahin, wir müssen es nur rauskitzeln und wir müssen sie nur dahin führen. Also und die Leute, die um dich rum sind, die sind die absoluten Granaten. Du musst es nur noch entdecken und sie dahin führen, weil sie wissen es meistens selber nicht. Aber es gibt auch die Leute, die werden nie die Verantwortung übernehmen und denen du was abgeben kannst. Und es ist in Ordnung, aber dann ist wichtig, dann trainiere sie nicht tot und mach dich damit kaputt, sondern dann führe sie einfach sehr, sehr eng. Es sind manchmal tolle Diener, Mitarbeiter, wo du sagst, okay, die erledigen Aufgaben und du gibst ihnen halt eine sehr enge Checkliste und das arbeiten sie ab. Das ist wunderbar, da kannst du auch irgendwie mitarbeiten. Ne? Genau. Und dann geht es weiter in den sogenannten Unterstützenden. Also unterstützend. Führungsstil, das heißt, die Person hat schon die Verantwortung jetzt übernommen für den Bereich, für die Aufgabe, für das Leitungsding und du bist nur noch wie ein Coach da, der Sicherheit gibt und so ein bisschen nach dem Pull-Prinzip. Das heißt, wenn die Person was will, kommt sie zu dir. Also hier bin ich derjenige, der hingeht und sagt, ja, und jetzt ist ein bisschen Pull-Prinzip, das heißt, wenn du was willst, dann hol mich. Ja, ich bin da, ich kann dir helfen, ich stelle auch gute Ressourcen zur Verfügung noch, ich helfe dir, dass du alles hast, dass du es tun kannst und ich gebe dir auch immer noch so Feedback, aber nicht mehr so eng, nicht mehr so von mir aus, sondern ich lasse dich viel mehr machen und die Person kriegt schon viel Freiheit und im Prinzip ist hier eine echte Zusammenarbeit. Hier ist noch, das ist mein Co, das ist den ich hochziehe. Hier arbeiten wir schon zusammen. Und das ist natürlich eine tolle Phase, weil du eine Person hast, die jetzt echt eigenverantwortlich die Sachen macht, die eigenverantwortlich das Team leitet, eigenverantwortlich das Lichtmischpult bedient und du musst nicht mehr da sein. Aber du wärst auch noch da, wenn Fragen sind. Aber auch das ist noch nicht unser Ziel, sondern unser Ziel ist, dass die Person ja möglichst weit hier unten landet, ne? Also du möglichst wenig Aufwand hast. Und das ist hier delegierend zu führen. Das heißt, ich delegiere, ich gebe wirklich die komplette Verantwortung ab und du machst es eigenständig. Und du kannst wiederum andere in diesen Kreislauf nehmen. Das wäre immer das Ziel. Also ganz banal, Lichtmischpult, ja, da kommt einer, der hat keine Ahnung davon, wie das Ding funktioniert. Also erkläre ich ihm ganz genau, also das ist deine Stellenbeschreibung, du bist am Sonntag da und da, so funktioniert es und du führst ihn da ein und der weiß genau, was er zu tun hat, der hat eine Checkliste, der weiß hundertprozentig und dann nachdem du es zum ersten Mal gemacht hast, du stehst direkt hinter ihm und sagst, jetzt da drücken und so weiter und du feedbackst ihn ganz nah und du merkst, okay, das ist gut, dann nimmst du ihn mit in eine Schulung rein und so weiter und dann machst du es mal, setzt einfach nebenher und sagst, guck mal, man kann das auch so und so machen, jetzt mach du mal und so, ja, und beide sitzen am Mischpult und du denkst eigentlich, boah, ich könnte es eigentlich auch selber machen, weil irgendwie ist nur mehr Aufwand, den dabei zu haben, aber es lohnt sich, weil irgendwann landet der hier, ja, und irgendwann sagst du, okay, du kannst ganz alleine jetzt am Sonntag das machen und ich bin auch an dem Sonntag da, ich sitze in der hintersten Reihe extra, dass wenn was ist, dann ruf mich, ich komme, ja, aber du kannst es alleine machen und irgendwann ist der so gut, du kannst sagen, okay, wenn der am Sonntag da ist, dann muss ich gar nicht erst kommen und der kann einen Azubi nehmen, der ihn da reinführt, ja, und hier ist wichtig, wenn wir Leuten etwas delegiert haben, dass wir echte Verantwortung delegieren und dann nicht wieder reinkrätschen. Das ist so ein Leiterschaftsfehler, der so oft passiert, wo ich auch selber immer wieder mache.
ich delegiere wirklich was und ich merke, okay, ich kann der Person das geben. Und dann läuft irgendwas irgendwie und du krätschst doch wieder rein. Und was du damit machst, ist, du nimmst der Person total das Ownership und du entmutigst enorm. Ich weiß nicht, David macht es sicher nicht, aber... ja, aber wenn du delegierst, ist auch wirklich so, du stehst so da und denkst so, oh Gott. So an manchen Punkten denkst du so, Gott, bitte. Ja, aber du willst dich zurückhalten und der Person es wirklich geben. Das ist echt, wo du als Leiter total wächst und dran stirbst, wenn du die Kontrolle völlig los hast. Hier hast du alles noch im Griff, ja. Und hier hast du es nicht mehr im Griff, weil du hast der Person das Vertrauen gegeben, deswegen trainiere sie sauber, dann kannst du ihr auch vertrauen. Genau, und dann bin ich eigentlich hier nur noch so eine beratende Tätigkeit. Wir haben Reporting, vielleicht je nach Ding, was es ist. Ja, alles Quartal haben wir mal ein Gespräch, wo wir neue Ziele, du mir sagst, welche Ziele du hast, wie du das erfüllen wirst. Und ich kann nur noch sagen, hast du da schon dran gedacht oder irgendwie so. Und das macht Spaß natürlich mit solchen Leuten, aber die laufen nicht bei dir rein, sind ready und ja. Die gibt es ab und zu, dass sie vom Himmel fallen, ja, aber sehr selten. Gute Leiter hast du nicht, gute Leiter baust du. Ja, gute Mitarbeiter hast du nicht, gute Mitarbeiter baust du. Und nach 2 Jahren, wenn du irgendwo bist, also am Anfang, du kommst irgendwo rein und du hast halt irgendwelche Mitarbeiter, irgendwelche Leiter. Wenn du 2 Jahre da bist, dann bist du selber schuld, wer da ist. Also nach etwa, das ist jetzt keine magische Zahl, aber am Anfang, du kannst nichts dafür, wer da ist, aber nach 2 Jahren zeigt sich, wie gut deine Leiterschaft ist. Um gute Leiter sammeln sich immer andere gute Leiter. Um gute Leiter sammeln sich auch die guten Mitarbeiter. Komisch irgendwie, gell? Aber nicht nur, weil die einfach gut sind, sondern weil die Leute bauen und dahin bringen. Ich mache das nochmal an einem Beispiel, wo ich finde, dass es bei uns im Gebetshaus gut läuft. Das ist auch nicht, dass es auf jeder Ebene gut läuft, aber das ist mal ein Beispiel, wie es gut läuft. Wir haben uns überlegt, wir haben bei uns im Gebetshaus 2 Gebetsräume und der eine Gebetsraum ist unser Fürbitte-Gebetsraum. Da wird einfach, wollen wir wie eine Gebetskette aufbauen, wo einfach Stunde um Stunde um Stunde gebetet wird, Fürbitte, ja. Und da ist Ziel, 168 Stunden Fürbitte aufzubauen in der Woche, das heißt immer. Ja, das heißt, du brauchst ein paar Leute, die das machen und momentan sind es, keine Ahnung, 25 oder so. Und am Anfang haben wir das folgendermaßen gemacht, wir haben den Raum eröffnet und haben gesagt, okay, es gibt da eine Stellenbeschreibung, was heißt Fürbitteleiter, und dann haben wir den Leuten gesagt, mach. Ja, und dann haben wir gemerkt, nee, nicht gut, nicht gut. Dann sind wir zurückgerudert und haben uns überlegt, okay, wie führen wir Leute sauber rein? Und haben wir so einen Leitfaden erstellt, hier entlang, wie werden neue Fürbitteleiter entwickelt und reingeführt? Weil wir haben Mitarbeiter aus ganz vielen Kirchen hier in der Region, wir haben Jung und Alt, wir haben ganz verschiedene Frömmigkeitsstile und wir haben ganz unterschiedliche Qualitäten, wie Leute beten gelernt haben in ihren Gemeinden, Gruppenkreisen. Und wir wollen eine gewisse Gebetskultur bei uns im Gebetshaus haben, deswegen können wir nicht einfach irgendjemandem sagen, okay, mach halt, weil dann haben wir ganz viele Gebetskulturen und dann müssen wir nur gegensteuern. Deswegen, was machen wir? Da kommt der Gottlieb, ja. Und der Gottlieb sagt, ich möchte gerne im Boilerraum, so heißt es bei uns, im Boilerraum eine Stunde Fürbitte leiten, ja. Oder wir sehen den Gottlieb und denken, wow, der wäre eigentlich jemand. Ist ja auch manchmal so, die Leute kommen nicht, sondern du siehst Leute, das ist als Leiter immer dein Job, zu gucken, was könnten Leute machen. Zur Not schaff irgendeinen neuen Posten, nur damit die Leute, ja. Also, Gottlieb, wow, toll, wir hätten dich gerne als Fürbitteleiter. Und was passiert? Die Person kommt erstmal überhaupt mit, lernt es kennen, dann wird ihr durchbuchstabiert, was ist die Stellenbeschreibung, was heißt es eigentlich, Fürbitteleiter im Boilerraum zu sein. Das ist jetzt keine Riesenstelle, sondern es ist, du leitest eine Stunde Gebet, ja, aber trotzdem gibt es da eine klare Stellenbeschreibung. Die Person kriegt den Gebetsknigge erklärt, ja, der Gebetsknigge bei uns ist die gewünschte Form, wie wir bei uns beten, so Gebetskultur, ja, so der Knigge. Da stehen so ganz einfache Sachen drin, die wir Leuten beibringen, die für viele dann oft revolutionär sind, weil sie es anders gelernt haben. Zum Beispiel bei uns im Boilerraum, wir beten nicht gegen Dinge. Wir beten nur für Dinge. Wir beten nicht gegen Spaltung. Nein, wir beten für Einheit. Wir beten auch nicht gegen Verblendung. Nein, wir beten für Offenbarung. Wir beten auch nicht gegen die ganzen Krankheiten. Nein, wir beten einfach für Heilung. Weil wir gucken nicht drauf, was macht der Teufel, sondern was will Gott eigentlich tun, und das beten wir. Und so ganz einfache Prinzipien, und die sind für viele dann neu oder so. Oder zum Beispiel bei uns betet man noch maximal 2 Minuten, wenn da eine Gebetsgemeinschaft ist.
Und immer wieder gibt es da Leute, denen muss ich sagen, ich liebe dein Herz, aber halt dich kurz. Weil wenn einer 5 Minuten am Stück betet, alle anderen sind so am Urlaubsplan. Ja? Also das ist eine Gebetskultur, die geht nicht. Ja? Und dann denken wir, das ist so geistlich und da darf man nicht reingrätschen. Nein, als Leiter musst du das feedbacken. Ja? Genau, aber zurück. Die Person kriegt diktiert, was ist der Gebetsknigge, ja, und kriegt es erklärt. Und dann schaut die Person sich nochmal so ein Teaching-Video an, wo so ein paar geistige Prinzipien und so erklärt sind, weil wir haben nicht die Zeit, jedes Mal und jedem alles 1:1 durchzugehen, deswegen mach einfach Videos, wo so Standardsachen sind, ja, und dann kriegt die einmal erklärt, wie läuft das, und einmal erklärt, wie läuft das, ja. Und dann ist die Person einfach erstmal dabei. Und jetzt sagen wir, okay, die Person wollen wir nicht nur als Mitbeter haben, sondern als Fürbitter, das heißt, wir nehmen sie jetzt hier mit rein, und die Person wird trainiert. Das heißt, sie kommt zu irgendeinem starken Fürbitteleiter dazu und lernt dort beten. Und dann sagt man, okay, der Person, die hat noch nie gehört, was biblische Gebete sind, der erkläre ich das jetzt mal, soll das ein bisschen daheim üben und dann auch hier einbringen. Und jetzt gebe ich der Person mal, okay, du leitest jetzt mal das. Ja? Und dann guckt man so ein bisschen, wie wächst die Person. Und irgendwann kann man sagen, okay, du übernimmst die Verantwortung. Du kannst eine Stunde selber leiten und ich bin vielleicht sogar in der Stunde noch da, aber du leitest sie. Und wenn du Fragen hast oder unsicher bist und so, dann komm und ich kann dir auch gerne noch Feedback geben. Aber du bestimmst, was ist dein Herzensthema, für was wird in der Stunde gebetet, wie nimmst du die Leute mit rein und so weiter und so fort. Und irgendwann führt mir die Person hoffentlich dahin, dass sie einfach völlig selbstständig so eine Stunde leitet und du andere in ihre Stunde geben kannst oder zum Gottlieb rein, ja? Sagen, geh zum Gottlieb, da lernst du, wie man gut betet. Und den einen oder anderen kannst du in 4 Wochen da durchführen. Der kommt, du checkst es mit ihm durch und du merkst, okay, super. Ja, muss noch ein paar Kultursachen vielleicht erklären oder so, aber wunderbar. Und da gibt es Leute, mit denen gehst du ein Jahr da durch, weil die einfach noch nie gelernt haben zu beten. Die starten vielleicht mit, ich weiß gar nicht, ich traue mich gar nicht laut zu beten. Ich habe ein Herz für Fürbitte, aber vor anderen zu beten traue ich mich nicht. Und es wäre brutal zu sagen, okay, jetzt leite mal die Stunde. Ja? Nein, nein, wir nehmen sie sanft mit und ermutigen sie auf dem Weg. Das heißt, mit einem gehe ich hier ein paar Wochen durch, mit anderen in einem Jahr. Beziehungsweise nicht ich, sondern meine Bereichsleitung. Aber, und so haben wir es mal runterbuchstabiert. Wie kriegen wir gute Fürbitteleiter dort rein? Und dann gibt es natürlich so ein Bereichstreffen und wie auch immer. Und so. Aber das ist so, einfach mal so ein Leitfaden, ganz praktisch mit dieser einfachen Aufgabe, ich leite eine Stunde Fürbitte. Und das kannst du aber genauso denken, als jetzt setzen wir einen Leiter ein über dieses Team. Wie führen wir die Person da rein? Ja? Und du kannst es für deinen Bereich durchdenken. Was jetzt noch ganz spannend ist, kennt jemand nicht DISC? Dieses DISC-Modell, ja? Persönlichkeitsding, dominant, initiativ? Okay, also die allermeisten kennen das, oder? Das ist einfach ein einfaches Persönlichkeitsmodell, so gibt es verschiedene Typen. Ich erkläre das einfach mal daran, wenn du es nicht kennst, dann weiß ich nicht, wie viel du jetzt in den nächsten 5 Minuten mitnehmen kannst, aber die allermeisten kennen das ja, das ist ja fast christliches Allgemeingut, obwohl es nicht christlich ist, aber irgendwie jede Kirche macht das irgendwie. Wenn du jetzt das DISC-Profil drauflegst, welcher Typ ist natürlich in welchem Bereich gut? Also wo ist der D-Typ gut, wo ist der I-Typ gut, der Initiative, wo ist der stetige Typ gut, wo ist der gewissenhafte gut? Ganz natürlich so, von seinem Naturell. Also vom Mitarbeiter her, oder wenn du der Leiter bist, wenn du das mit jemandem machst, wo bist du gut als I-Typ? Oder wo bist du gut als D-Typ? Oder wo ist ein G-Typ gut? Wo? D-Typ hier? Ja, genau. D-Typen sind gut darin zu sagen, was gemacht wird. Macht es so. Ah ja, genau. Also der dominante Typ, das heißt, das ist einer, der eher extrovertiert ist und sachorientiert. Ja? Und der sagt dir, so sieht's aus. Ja? Das machst du bis da und dahin und dann läuft es. Wunderbar. Das macht der D-Typ ganz natürlich gut. Du wolltest? Ja, genau, er hat mir gerade geflüstert, ich sage nochmal kurz dominant, was es ist. Ja, genau. Der dominante Typ, wo ist der initiative Typ gut? Also der extrovertierte Typ, der eher personenorientiert ist, so ein bisschen der Hibbeligere. Ist der trainierend gut? Ja? Liebt er das, so eng mit Leuten zu gehen und lange in die zu investieren? Ja?
Der E-Typ liebt zu delegieren, weil der E-Typ liebt Neues. Und sobald du was weg hast, kannst du was Neues machen. Und du willst auch nicht mehr drin hängen. Du willst einfach, dass die Leute es machen ohne dich. Es interessiert dich auch nicht mehr, weil du hast schon ein neues Projekt. Oder das ist, wo der E-Typ gut ist. Der E-Typ gibt Freiheit, weil er selber Freiheit liebt. Das ist keiner, der deckelt. Aber das ist einer, der Leute manchmal ein bisschen alleine lässt. Also wir brauchen nochmal ein Teaching DESG. Also Initiative-Typ ist normalerweise gut im Delegieren und muss lernen, das nicht zu früh zu tun. Wo ist der G und wo ist der S-Typ gut? Jetzt ist ja langsam einfach. G ist gewissenhaft. Das sind Leute, die eher introvertierter sind, sachorientiert. Die wollen Qualität in was reinbringen. Das ist trainierend. G-Typen sind super trainierende Leute, weil die wollen, dass es passt auf den Punkt. Und das sind tolle Leute, weil die einfach treu wirklich eine Leidenschaft haben, da eine Qualität reinzubringen. Und die müssen aber den Punkt erkennen, wann darf ich auch abgeben. Und auch wenn der das noch nicht so 180%ig so gut macht wie ich, sobald das 70% so gut macht, kann ich ihm die Verantwortung geben. Und ja, also da muss man G-Typ manchmal bremsen, weil sie Leute auch frustrieren, weil sie exakt genauso wie ich das, ja. Aber sie sind richtig toll im Trainieren, in Qualität reinbringen. Und dann ist der S-Typ klar. Der S-Typ ist gut, der Unterstützende, der da ist, der die Beziehung noch hält und so weiter. Ja? Also S ist der Stetige, introvertiert und sehr personenorientiert. Der ist super im Begleiten, im Dasein, im Rückhalt geben, die Beziehung noch zu halten. Ich weiß nicht, was du jetzt für ein Typ bist. Ich bin so ein DI-Typ. Das heißt, ich bin gut darin, Leuten zu sagen, mach das oder mach selber. Und das überfordert oft, ja? Also weil ich oft von hier nach da gegangen bin. Und wenn ich die letzten Jahre reflektiere, habe ich das so oft gemacht. Entweder habe ich Leuten gesagt, okay, du machst jetzt so und so und so, okay. Oder okay, mach. Auch weil ich immer so reingeschmissen wurde in Leiterschaft. Ja? Mir hat niemand das irgendwie mich nett reingeführt oder so. Da war plötzlich so ein Haufen und ich muss den führen. Ja? Irgendwie Gott sagt was und ich muss das machen. Und ich hatte ganz selten, dass mich irgendjemand sauber angeleitet hat, sondern mach. Und irgendwie habe ich das so als Modell übernommen. So, ja? Und dann merkst du, du gibst Leuten einen viel zu großen Rahmen und sie schwimmen komplett da drin. Weil ich ihnen einfach gesagt habe, okay, mach und wenn das ist, dann melde dich. Und die schwimmen total da drin. Und dann habe ich auch den Fehler gemacht, okay, die schwimmen, also nehme ich sie wieder dahin zurück. Und da bin ich am Lernen, wirklich diesen Weg mit Leuten zu gehen und zu merken, okay, die eine Person muss ich jetzt noch so führen, die andere Person, da ist jetzt dran, mich zu investieren. Die Person, da muss ich noch viel mehr da sein. Und bei der Person, da kann ich wirklich sagen, oh, ich kann was Neues machen. Ist es verständlich? Ja? Okay, jetzt noch so ein paar Takeaways für mich, die wirklich meine Leiterschaft verändert haben, als ich es verstanden habe anhand dieses Modells. Das erste war für mich so irgendwie so schön, jeder Mitarbeiter muss anders geführt werden. Ja? Also irgendwie ja logisch, aber irgendwie wurde mir das so bewusst, ich muss jeden Mitarbeiter anders führen. Ich muss mir bei jedem Mitarbeiter überlegen, wie muss ich den eigentlich führen? Und das war schon so, ah ja, krass. Also hätte ich davor vielleicht auch schon mal so gesagt, aber es wurde mir so bewusst. Ja, ich muss jeden irgendwie anders führen, muss mir überlegen, wo steht die Person. Und dann, und das war noch eine größere Offenbarung, ich muss jeden, den gleichen Mitarbeiter in unterschiedlichen Aufgaben anders führen. Also in derselben Stellenbeschreibung gibt es drei Punkte, die kann der einfach machen. Aber da gibt es auch Aspekte drin, da muss ich ihn erstmal überhaupt trainieren, dass er weiß, wie das funktioniert. Das heißt, ich habe das zum Beispiel jetzt mit Christina bei uns im Gebetshaus gemacht, als sie die Bereichsleitung für den Boilerraum übernommen hat. Wir sind ihre Stellenbeschreibung durchgegangen und haben geschaut, sie sollte mal überall hinschreiben, das ist quasi im S1, Situativ 1, 2, 3, 4, und sollte überall dahinter schreiben, wie wünscht sie da geführt zu werden. Und da gibt es Dinge, da konnte sie einfach sagen, das läuft, das S4, da brauchst du gar nicht mehr drin sein, ich reporte dir alles Quartal. Und da gibt es Dinge, wo sie sagt, da stehen so schöne Sätze drin, wie die strategische und konzeptionelle Weiterentwicklung des Bereichs. Ja? Lukas, was meinst du damit? Was heißt das? Wie mache ich das? Ja, mir ist das irgendwie klar, was das heißt. Aber das kann ich nicht einfach erwarten und sagen, mach mal, weil dann passiert gar nichts. Oder sie macht irgendwas Komisches. Also nehme ich sie da in den trainierenden Stil und ich rede mit ihr drüber, okay, was wäre gut? Und ich merke, an manchen Punkten kann ich sie schon hier weiterführen, weil sie anfängt selbstständig, dann kommt sie mit coolen Ideen und ich muss nur noch, ja, und das war für mich
Ja, und dann hast du auch Mitarbeiter, die arbeiten vielleicht in dem und in dem Bereich mit. Ja, oder sind zwei verschiedene Leitungsämter füllen sie aus. Und weil sie das so gut gemacht hat, denkst du, die kann das andere einfach auch so gut. Aber du startest eigentlich immer erstmal hier. Also nur weil die gut eine Kleingruppe leiten kann, heißt es nicht gut, dass sie anderes Leitungsamt automatisch auch so gut ausfüllt. Der Weg ist wahrscheinlich schneller als bei anderen, die bei Null starten. Aber weil es eine neue Aufgabe ist, musst du ja auch neu den Weg mit der Person gehen. Dann, was ich schon gesagt habe, was ich liebe am situativen Leiten, du kannst es auf jeder Ebene denken. Du kannst es auf der Putzteam-Ebene denken. Ist ja frustrierend, oder? Also kennt ihr das bei uns im Gebetshaus auch? Es gibt so verschiedene Putzteams und du weißt immer, welches dran war. Ja? Ja? Und was wir da oft machen, ist, wir haben dem Putzteam gesagt, also irgendwie so, genau, es muss halt geputzt werden. Und wir denken, weil wir wissen, wie das dann aussieht, dass die das wissen, aber die wissen es nicht. Du hast einfach delegiert, sagen, ihr putzt an dem Samstag. Und dann kommst du rein und denkst, warum haben die nicht geputzt? Und die sagen, wir haben geputzt. Also verschiedene, so eine banale Aufgabe musst du manchmal wirklich, so, du bist, ihr wisst, also, da kann man wahrscheinlich relativ schnell den Weg gehen, aber versteht ihr? Und wir sind dann frustriert als Leiter und wir haben doch gesagt, die sollen hier putzen. Und ist doch klar, dass man die Oberflächen noch abreibt. Nein, es ist nicht klar. Meine Frau hat mich, ich bin bei uns im Haushalt verantwortlich für Putzen und so, und meine Frau hat gestern zu mir gesagt, ja, sie hat jetzt auch mal das Schlafzimmer geputzt, ob ich noch nie da oben das Bild abgewischt habe. Und ich musste so lachen. Nein, natürlich nicht. Ja. Hat mir nie jemand gesagt. Das ist ein Bild. Und da hat sie zu schnell delegiert. Das hätte sie mich besser reinführen müssen, deswegen wurde das Bild nie abgestaubt. Aber versteht ihr, du kannst es auf der Ebene denken oder David kann das denken, er setzt ein Local Pastor ein für eine Kirche und kann denken, okay, wie kann die Person selbstständig das ausfüllen? Und das liebe ich daran, dass es einfach zu erklären, man hat es schnell kapiert und du kannst es wirklich auf jede Situation runterbrechen. Ein Input in der Small Group vorbereiten. Mach mal. Nein. Wir gehen mit den Leuten den Weg. Und bei manchen kleinen Aufgaben kannst du ja sehr, sehr schnell, also da musst du nicht irgendwie, okay, die nächsten 4 Wochen sind wir in der Stufe oder so, ja, sondern du kannst ja in einem Meeting fast durchgehen, ja, aber, oder ja, die macht es dann und dann gibt es dir Feedback und nach ein paar Wochen hat die das wirklich gelernt. Aber was ja oft passiert, wir geben den Leuten Aufgaben, mach mal einen Impuls und weil wir nett sind, sagen wir danach, wir fanden es gut. Aber das bringt der Person nichts und auch der Kleingruppe meistens nicht. Gut, wir trainieren die Person wirklich, führen sie da rein, geben sauber Feedback und bringen die dahin, dass sie es so gut macht wie wir oder zumindest in die Nähe kommt, damit wir wieder gehen können und die das übernehmen kann. Also muss als Leiter, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich will immer aus allem raus, weil ich habe so viele Projekte in meinem Herzen, die ich starten will und ich muss Zeug loswerden, deswegen baue ich Leiter auf, dass wir Neues machen können. Okay, was sind noch Takeaways für mich aus diesen Dingen? Minutenmanager heißt es, potenziell sind alle Menschen Spitzenkönner. Man muss nur herausfinden, wo sie gerade stehen und ihnen von dort aus weiterhelfen. Und es ist deine Aufgabe als Leiter, Menschen in Höchstleistung zu bringen. Und das ist für mich ein schönes Modell. Und das heißt, ich mag auch diesen Satz, nichts ist so ungerecht wie die Gleichbehandlung von Ungleichen. Nichts ist so ungerecht wie die Gleichbehandlung von Ungleichen. Das heißt, du hast ein Team, dein Technikteam, du hast den Hypercrack, der Tag und Nacht meditiert, der über der Lichttechnik und bildet sich dort fort und kennt jedes YouTube-Video darüber. Und du hast den, der hat noch nie den Knopf gedrückt. Die darfst du nicht gleich behandeln. Weil entweder überforderst du den einen komplett oder du deckelst den anderen total und der ist mega genervt, weil du ihm genau sagst, so, also ich bin der Typ, ja, so machst du das. Der sagt, ich kann das selber. Ja? Und das ist, was ganz, ganz oft passiert. Wir tun alle über einen Kamm scheren. Wir haben ein Team und behandeln alle gleich. Alle müssen, manchmal macht es Sinn, alle müssen diese Schulung machen, aber One-Fits-All-Lösungen bringen dich selten sehr weit, sondern du musst wirklich gucken, wo steht die einzelne Person. Und es kann unglaublich frustrierend sein, wenn du Leute, die eigentlich hier sind, dahin zurückholst. Und das ist ja, was oft auch passiert, dass Wenn du zu stark hier leitest und die Leute noch nicht so weit sind, dann überforderst du beständig und Leute rotieren und brennen aus und sind dann ja, irgendwie ganz frustriert. Wenn du Leute zu lange hier hältst und sie könnten eigentlich, dann deckelst du und die guten Leute werden gehen. Also mit guten Leuten meine ich, die befähigt sind, schon das zu tun. Die werden gehen.
Weil das war okay, dass du die eine Weile lang so eng geführt hast, aber jetzt wollen sie einfach mal machen. Sie wollen mal vertrauen. Und sie wollen, dass du tun kannst. Und das ist, was oft passiert. Wir behandeln alle gleich und nichts ist so ungerecht wie die Gleichbehandlung von Ungleichen. Noch ein Takeaway für mich aus dem Prinzip oder aus diesem situativen Führen ist, das ganze Ding funktioniert am besten, wenn es nicht die Geheimlehre der Leiter ist. Ja? Also wenn ich das weiß und ich behandle dich jetzt so und so, sondern wenn es in Absprache mit der Person, die ich führe, funktioniert. Das heißt, wenn die Person das hier kennt und ich mit der ins Gespräch gehen kann. Weil was oft passiert ist, du kriegst sowas mit und jetzt gehst du dein Team durch oder auf deine Arbeit, deine Abteilung, ja, und sagst, ah ja, ich muss nicht alle gleich behandeln, mit dem muss ich eigentlich gar nicht mehr viel reden, weil der macht es wunderbar, habe ich delegiert, da gehe ich gar nicht mehr hin. Und der andere, der merkt, ich muss eigentlich viel enger nehmen und den führe ich jetzt direktiv. Und dann wundert sich der eine und sagt so, dann unterhalten sich die beiden und sagt der eine, boah, ich sehe unseren Chef gar nicht mehr, ja. Und der andere sagt, ja, der sitzt jetzt immer bei mir, ja, und keiner weiß warum, ja, und der eine fühlt sich jetzt irgendwie komisch, mag der mich nicht mehr, und der andere denkt, warum rückt er mir so auf die Pelle, vertraut er mir nicht mehr, ja. Deswegen kommuniziere, was du tust, und was ich gerne mache, ist eben, dass ich den Leuten sage, wenn sie das Prinzip erkennen, dann hast du gleich mal so eine schöne Insidersprache, und die mir spiegeln und sagen, ey, ich brauche da, dass du mich noch im S2 führst, dann weiß ich, was sie von mir wollen. Und dann machen wir aus, was das bedeutet. Das heißt, es darf keine Geheimlehre der Leitung sein, sondern wenn du das deinen Leuten beibringst, dann kannst du dich mit ihnen hinsetzen und sagen, lass uns mal deine Aufgaben anschauen, wie geht's dir wo? Und dann hast du Leute, wenn die sich selber einschätzen, hast du zwei Kategorien von Leuten. Es gibt die Leute, die immer zu gering von sich denken. Die denken, ja, da brauche ich noch ganz viel Anleitung und Training, und du denkst so, das kannst du doch, ja? Denen müssen wir Mut zu sprechen, die müssen wir ermutigen, die müssen wir herausfordern, die müssen wir sagen, okay, komm, die eine Sache, die machst du jetzt einfach mal und das probierst mal ganz frei und dann reden wir wieder drüber. Und du musst die ein bisschen rauskitzeln, weil du hast diese Leute, die oft sich zu klein machen und denken, ich kann noch nicht und ich brauche die. Und du denkst eigentlich, boah, doch, die kann das. Und du hast die anderen, die immer denken, oh, das mache ich allein. Was machen wir dann? Ja, du hast einen Typ, eine Typin, und du hast das Gefühl, boah, den müsste ich erstmal trainieren. Und die Person denkt, kann ich allein? Kann ich mich im S4 führen? Was machen wir? Guter Leiter, guter Leiter. Wir sagen nicht, nee, das kannst du nicht, sondern wir sagen, okay, wenn du dir das zutraust, super. Dann führst du das durch und je nachdem, was für eine Aufgabe ist, in 4 Wochen oder was auch immer, wenn es ein Prozess ist oder irgendwie, dann schauen wir uns das gemeinsam an und gucken, was das Ergebnis ist. Dann ist die Person motiviert und sagt, meinem Leiter zeige ich es. Und du hast aber die Sicherheit, okay, spätestens nach 4 Wochen kann ich den Laden auch wieder aufräumen, wenn es wirklich nicht geht und die Person hat gespürt, sie kann es nicht. Und dann ist okay zu reden, okay, dann lass uns doch nochmal in das S2 gehen. Versteht ihr so ein bisschen? Ja. Also was musst du machen, wenn du ein situativer Leiter werden willst? Du musst 3 Dinge können. Erstens, klare Ziele setzen. Das ganze Ding setzt Management by Objectives voraus. Das heißt, es setzt voraus, dass du mit Zielen arbeiten kannst. Hier gibst du sie vor, hier besprichst du sie, hier lässt du sie und korrigierst noch und hier ist relativ frei, die Person setzt sich selber Ziele. Aber das ganze Ding funktioniert immer nur, wenn wir über Ziele arbeiten. Das ist ja, was ganz oft auch in unseren ehrenamtlichen Kreisen und netten christlichen Organisationen nicht passiert ist, dass wir mit Zielen arbeiten, weil wir denken, das wäre ungeistlich. Aber nur weil in der Bibel halt nicht Ziel, sondern Frucht steht, ist es ja nicht ungeistlich. Ja? Also Jesus hat gesagt, er hat uns gesetzt, viel Frucht zu bringen. Wenn nie Frucht entsteht, dann müssen wir uns überlegen, okay, wie kriegen wir Frucht hin? Und dann ist gut, mit Zielen zu arbeiten. Und du kannst alles messbar machen. Also du kannst messbare Ziele machen. Du kannst es da einfach mit Zahlen machen, ja, zu sagen, okay, du erweiterst im nächsten halben Jahr dein Team auf XY oder du startest das neue mit und so weiter. Da kannst du klare Ziele setzen, wenn es um Zahlen geht. Das ist einfach. Aber du kannst auch mit allen anderen Sachen klare Ziele formulieren. Zum Beispiel Kultursachen liebe ich, zu sagen, okay, du hast jetzt da eine Small Group. Jetzt gucken wir uns mal unsere Kultur an, unsere Werte an, oder im ICF Styles an, ja. Zwischen 1 und 10, wo stehst du, in welchem Bereich? Und dann sagst du, ah, also Potenzial entfalten, sind wir bei einer 3, nichts ist unmöglich, wir sind so die hyperfromme Glaubenserweckungsgruppe, da sind wir bei einer 8, am Puls der Zeit sind wir nicht und so weiter. Ja, und dann tust du mal so einordnen und dann kannst du überlegen, okay, wie sähe es eigentlich aus, Potenzial entfalten, wenn ihr eine 5 wärt und keine 3?
Und wie kommst du dahin? Und so machst du es greifbar und messbar und kannst ein Ziel setzen, zu sagen, dein Ziel ist im nächsten Quartal, kriegst du die Kultur von einer 3 auf einer 5. Und das ist immer noch ein bisschen subjektiv natürlich, ne? Aber es ist ein klares Ziel. Und nicht nur, ich mache weiter meine Small Group. Also erstens, wir müssen lernen, klare Ziele zu setzen und Leuten zu befähigen, klare Ziele zu setzen. Und das müssen fast alle erstmal lernen. Die wenigsten können das. Auch in der Arbeitswelt ist ja ganz oft so, dass du dir keine eigenen Ziele steckst, sondern es gibt halt irgendwelche Unternehmensziele, die weißt du auch gar nicht und die Abteilung macht irgendwas und du arbeitest halt so. Aber sauber kommen wir voran, wenn wir echt Ziele haben und die erreichen wollen. Okay, erstens, wir setzen klare Ziele. Zweitens, du musst die Entwicklungsstufe diagnostizieren. Also du musst wissen, wo steht die Person und am besten mit ihr rausfinden, wie wünscht sie geführt zu werden. Ich habe jetzt unsere FSJlerin an ein paar Punkten einfach ein bisschen herausgefordert und habe gesagt, hey, so und so würde ich mir das vorstellen, mach einfach und wenn du spürst, du bist überfordert, dann komm nochmal zurück, aber mach einfach mal. Und sie, ja, ich weiß nicht und so, die macht es super. Ja, aber ich sage ja auch immer, hey, du darfst von mir mehr fordern, weil ich werde dir eher immer zu weite Grenzen geben als zu enge, weil ich das nicht so bin, der da so, ich bin nicht der G-Typ, der Leute tot trainiert. Leider manchmal. Also erstens, wir können klare Ziele setzen. Zweitens, wir tun mit der Person am besten, schauen, wo sie steht. Und viertens, danke. Jetzt habt ihr, das war der Test. Drittens, danke. Du passt deinen Führungsstil je nach Person und Situation und Aufgaben an. Das heißt, du bist ein Leiter, der lernt, direktiv zu leiten. Auch wenn du ein netter S-Typ bist, du lernst, dich hinzustellen und zu sagen, so läuft es. Und auch wenn du ein böser D-Typ bist, wie ich, dann lernst du unterstützend und ermutigend. Genau, also wir sind alle herausgefordert, diese Führungsstile zu lernen. Okay. Was ihr jetzt machen könnt als Hausaufgabe, weil wir jetzt keine Zeit mehr dazu haben, kannst du verschiedene Reflexionsfragen mal aufschreiben. Das eine ist, wo bist du stark, wo bist du schwach als Leiter? Also was kannst du gut, wo leitest du gut, was fällt dir schwer? Zweitens, du kannst dir dein Team, deine Leute, die du leitest, anschauen und mal überlegen oder am besten mit ihm besprechen, wo stehen die eigentlich und wie müsste ich die führen? Und dann stellst du vielleicht fest, ich muss Gottlob und Gisela anders führen. Und drittens, die meisten von euch werden ja auch geleitet. Ja, also wir sind ja meistens in so einer, wir haben Leiter über uns und wir haben Leiter unter uns oder Mitarbeiter unter uns. Wie leitet dich eigentlich dein Leiter und was würdest du dir wünschen, wie er dich leitet? Und dann kannst du es am besten Fall auch kommunizieren. Weil du wirst vielleicht Leiter haben, wo du das Gefühl hast, boah, ich bräuchte, dass die mich enger nehmen. Ich fühle mich, die haben es hingeworfen, jetzt muss ich machen. Und dann kannst du hingehen und sagen, ich hätte da gern noch mehr S3 oder vielleicht sogar S2 von dir. Dein Leiter wird nicht böse sein. Vielleicht ist aber auch dein Leiter jemand, wo du sagst, boah, ich könnte das eigentlich einfach machen und ich habe das Gefühl, der gängelt mich fast. Und dann liebevoll versuchen, das zu kommunizieren. Das ist der schwierigere Part meistens. Aber zu sagen, hey, ich glaube, ich könnte das auch allein. Darf ich das mal ausprobieren? Ja, also wo sind meine Stärken in meinem Führungsstil? Wie führe ich meine Leute? Wie sollte ich sie führen? Und drittens, wie will ich eigentlich geführt werden in den verschiedenen Aufgaben und Bereichen? Und das am besten nach oben leitend mal mit dem eigenen Leiter thematisieren. Okay, dann haben wir noch ein paar Minuten, um weiterzugehen. Ist gut? Ja? Gib nur drei. Ihr habt schon alles gelernt, genau. Ich habe nur aus Versehen 4 gesagt. Ja, es gibt nur 3 Punkte. Klare Ziele setzen, Entwicklungsstufen diagnostizieren und den entsprechenden Führungsstil lernen und anwenden. Eine der ganz wichtigen Sachen, die wir als Leiter tun müssen oder lernen dürfen, ist Feedback zu geben, zu konfrontieren. Und da habe ich gedacht, ich habe jetzt noch 10 Minuten Zeit, ich sage noch was dazu und dann machen wir Pause. Weil auch im situativen Führen hast du ja ganz viele Gespräche, Feedback und so weiter. Wie gibt man eigentlich sauberes Feedback? Und da gibt es ja viele Prinzipien. Es gibt zum Beispiel, kennt ihr das Sandwich-Prinzip? Das Sandwich-Prinzip, ja? Sagst was Gutes, sagst die Kritik und dann sagst was Gutes. Wisst ihr, was ich davon halte? Wieso fragst du wahrscheinlich nichts? Absolut gar nichts, das ist Bullshit. Es ist absoluter Bullshit. Weil was passiert, wenn du das machst?
Du gehst zu jemandem und sagst, hey, ich wollte dir sagen, das hast du voll gut gemacht, und der weiß schon, jetzt kommt gleich die Kritik. Das heißt, der kann das Positive schon gar nicht mehr hören. Und was ja auch oft passiert ist, du willst was feedbacken, weil es wichtig ist zu feedbacken, und dann denkst du, was kann ich jetzt noch Gutes sagen? Oder? Und dann sagst du es manchmal nicht, das kritische Feedback, weil dir nichts Schlaues einfällt, was du irgendwie positiv sagen kannst. Oder du sagst dann so, ey, ich wollte sagen, du bist so nett. Und übrigens, dieses Sandwich, vergesst die Sandwich-Methode, okay? Auch in der neuen Literatur und so, das wird zerrissen. Das ist nicht, wie Menschen funktionieren. Ja, also kein Sandwich. Du darfst einfach direkt Feedback. Aber was wichtig ist, kritisches Feedback funktioniert dann gut, wenn es in der Gesamtkultur von viel Lob, viel Zuspruch, viel Ermutigung und Herzensnähe ist. Wenn du das als Kultur prägst, ich habe kein Problem, wenn David zu mir kommt und sagt, hey Lukas, wir müssen über den Punkt reden, so und so, dann kann er das einfach gleich ansprechen, weil ich kriege viel Ermutigung, ich weiß, er schätzt mich, er steht hinter mir. Das ist, da muss er mir nicht erst so Honig ums Maul schmieren und, ah Lukas, ich fand's so toll und so, und jetzt wollte ich dir eigentlich noch sagen, auch das. Nein, er darf das einfach sagen, weil es ist eine Grundkultur hier, wo ich merke, ich bin gewertschätzt, ich bin gesehen, ich werde unterstützt und es weiß, es kommt von der Liebe. Wenn du natürlich ein Umfeld hast, wo du nur kritisierst, dann funktioniert das auch wieder nicht. Aber vergiss die Sandwich-Methode und schaff einfach ein Umfeld, wo du viel lobst und ermutigst. Und auch an alle Schwaben, nett geschumpft ist, genug gelobt, ist einfach nicht biblisch, okay? Das ist nicht, wie Menschen funktionieren. Und lasst uns viel mehr loben und lasst uns viel mehr ermutigen und lasst uns es viel mehr sagen. Und auch, wisst ihr, was auch eine coole Kultur ist, die ihr prägen könnt, redet auch über eure Mitarbeiter und Leiter vor anderen die ganze Zeit gut. Also ich liebe das im Gebetshaus zu machen, ich schwärme immer von meinen Leitern mit, aber ich habe auch so tolle. Und wisst ihr, was passiert? Es entsteht eine Kultur von, die kennen sich auch noch nicht unbedingt immer alle, die kommen dann neu rein und so. Und die kommen jetzt in ein Mindset, zum Beispiel, Michelle ist immer eine, die ich über den grünen Klee lobe, ja, weil die wirklich so toll ist. Und alle lieben Michelle, obwohl sie noch nicht getroffen haben, weil ich so gut von ihr rede. Und wenn sie kennenlernen, ist es eine gute Basis schon mal. Also wenn du so eine Kultur versuchst zu bauen, dann kannst du kritisch direkt feedbacken. Und wie feedbackt man dann gut? Ich bin jetzt ein großer Fan geworden vom gewieften Feedback. Kennt ihr das gewiefte Feedback? Ich bin Systematiker, ich brauche immer irgendein Schema, dass ich funktioniere. Deswegen, mir gefällt das gewiefte Feedback. Gewieftes Feedback. Also es gibt ja verschiedene so irgendwelche Abkürzungen oder Sachen, die uns so helfen sollen. Was sagen wir eigentlich in einem Feedback? Und beim gewieften Feedback, ihr seht schon, gibt es da drei große Buchstaben. Boah, ich habe heute irgendwie Probleme mit Zahlen, gell? Ja, irgendwie, ich bin ganz verwirrt. Vier. Das Erste, was wir machen beim gewieften Feedback, also wenn wir feedbacken, ist, wir schildern unsere Wahrnehmung. Also das ist ja ein Stück weit oft auch subjektiv, aber du konfrontierst die Person liebevoll mit, was du wahrgenommen hast. Hey, als ich am Sonntag reingekommen bin, habe ich gesehen, wie du gerade mit Person XY geredet hast, und die ist danach heulend weggegangen. Ja? Der Erstbesucher. Ja? Das habe ich wahrgenommen, okay? Das ist jetzt einfach mal so. Das ist Fakt, ja? Das habe ich wahrgenommen. Dann sage ich meine Interpretation. Und das wird oft nicht gesagt, dass man das sagen soll, aber ich finde es wichtig. Interpretation. Weil das stellt die Beziehungsebene her. Je nachdem, wie ich das interpretiere, sagt mir schon, wie ich über dich denke. Wenn ich dann sage, ja, meine Interpretation ist, du bist halt ein Haustracher daheim und übst es auch in der Kirche aus, dann sagt es ja, was ich von dir halte. Ja? Wenn ich sage, ey, ich kann mir vorstellen, du hast einfach einen schlechten Tag auch gehabt und so, und ich wollte, ja, dann okay, also ich sage, wie habe ich das wahrgenommen, was denke ich, warum das so war? Oder, hey, du bist beim letzten Meeting oder den letzten 5 Meetings immer 10 Minuten zu spät gekommen. Das habe ich wahrgenommen. Ich gehe mal davon aus, dass du gerne pünktlich kommen wolltest und dass wahrscheinlich irgendwas dazwischen gekommen ist. Emotionen. Ich sage, aber ich habe gemerkt, ich habe mich sehr eigentlich darüber geärgert. Und wichtig, wenn wir über Emotionen reden, wir reden in Nicht-Botschaften, nicht du bist ein Arsch, sondern ich habe mich geärgert. Und wir reden nicht emotional über unsere Emotionen. Ich habe so einen Hals, das Thema zu sprechen. Ist einfach schlecht, ja?
Aber wenn ich sage, ich habe mich letztes Mal echt geärgert, weil wir haben gerade angefangen, dann kamst du rein, hattest es gestört und ich habe echt gemerkt, das hat mich gefrustriert auch irgendwie als Leitung. Ich habe das gut vorbereitet und dann so und ja. Also ich rede nicht emotional darüber und schreie die Person an oder fange an zu weinen und macht da so ein schlechtes Gewissen. Ja, das ist ja auch eine Form von Machtmissbrauch, irgendwie heust vor den Leuten und tust sie damit irgendwohin manipulieren. Und dann H ist der Handlungswunsch. Also wie würde ich mir wünschen, dass du es in Zukunft machst? Also ich würde mir in Zukunft wünschen, wenn du 10 Minuten später kommst, dann schreib mir bitte davor, dann können wir das Meeting entsprechend, ja? Also ich würde mir erstmal wünschen, dass du hauptsächlich pünktlich kommst, ja? Aber ich würde mir auch wünschen, wenn es mal nicht geht, weil es kann ja passieren, so und so. Und Handlungswunsch ist auch nicht ein Befehl, sondern da ist man im Gespräch und die Person kann auch sagen, also man kann darüber reden, was wäre da eine gute Lösung für, ja? Oder keine Ahnung, es wird einfach irgendwas... du leidest mit einer anderen Person, ja, und die tut in der Gruppe einfach was raushauen, was nicht mit dir abgesprochen war und du merkst, boah, das hätte sie nochmal, ich wollte eigentlich auch was dazu sagen, wie auch immer. Dann sagst du, hey, wir waren noch neulich in einem Meeting, du hast dann davon erzählt und ich denke mal, es war ja einfach wichtig, dass es möglichst zügig zu kommunizieren, aber ich habe gemerkt, dass mir mein Hals zugeschnürt hat und ich eigentlich, ja, weil... Ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass wir das im Vorfeld sauber absprechen, weil ich hätte auch noch einen Punkt gehabt und vielleicht können wir in Zukunft, bevor wir solche Infos rausgeben, einfach nochmal kurz eine Rücksprache halten. Mir hat das geholfen, weil ich brauche immer irgendwie so ein Konzept, dass ich weiß, okay, wie mache ich das? Ich hatte jetzt am Mittwoch oder so Gespräch mit einer Mitarbeiterin, da war gute Atmosphäre und dann habe ich gesagt, hey, darf ich dir noch ein bisschen kritisches Feedback geben in der Sache? Ja, ist auch gut, Leute zu fragen, darf ich dir ein Feedback geben? Also nicht einfach hinzugehen, zu sagen, ich gebe dir ein Feedback, sondern du holst ein bisschen auch die Erlaubnis. Ja? Und weil manchmal sind Leute auch in einem Zustand, wo sie gerade sagen, hey, können wir da mal anders drüber reden? Das ist gerade nicht, dass ich das verkraften würde, jetzt auch noch irgendwas Negatives zu hören. Deswegen, ich mag das auch, wenn Leute zu mir kommen und sagen, darf ich dir ein Feedback geben? Da habe ich immer schon so ein bisschen Angst, dass es ganz schlimm wird. Manchmal kommen Leute zu mir und sagen, darf ich dir ein Feedback geben? Und ich, okay, ja. Heiliger Geist, erfüll mich. Und dann ermutigen sie mich nur, ja, dann bin ich mal ganz beruhigt. Das heißt, wir arbeiten mit Ich-Botschaften, wir bauen hier eine Beziehungsebene und reden nicht emotional über unsere Emotionen und formulieren Handlungswunsch. Und als Leiter musst du enorm viel feedbacken. Und ich liebe viel zu ermutigen, zu sagen, wie toll und so weiter. Und ich weiß nicht, ob irgendjemand das richtig gerne macht, aber so das Konfrontieren ist echt, das muss man lernen, das ist ein Charakter. Charakterschule einfach hinzugehen und gut zu konfrontieren und ich habe auch schon alles falsch gemacht in dem Bereich, ja, also ich habe Leute viel zu hart konfrontiert, ja, weil ich dachte jetzt, ich muss es lernen, ja, und dann boom und ich hatte auch echt schon die Gespräche, wo ich danach rausgegangen bin und gedacht habe, das war jetzt gut und dann ist die Person zu einer anderen Leiterin von uns und die hat mir dann erklärt, Lukas, es war nicht gut, weil ich dabei einfach nicht so sensibel bin. Ja, dann darf ich lernen. Und ich habe auch schon nicht konfrontiert. Und was du tolerierst, das förderst du. Und dann hast du, und es nervt dich die ganze Zeit und du bist gefrustet und du hast schon eine schlechte Herzenshaltung gegenüber der Person und die weiß gar nicht, dass sie das vielleicht anders machen sollte. Deswegen, du musst als Leiter viel feedbacken, viel konfrontieren. Und mir hat das geholfen. Ich überlege mir sauber auch im Vorfeld, und gewieft hat mir geholfen, mir zu merken, ah ja, die 4 Punkte gehe ich durch. Und jetzt nicht ganz statisch, sondern einfach so, es muss ein bisschen Fluss sein, wenn die Person das Gefühl hat, du sagst, also erstens Wahrnehmung. Ja. Ihr wisst, wie ich meine. Ja. Vielleicht hilft euch das, mal durchzudenken, welche Dinge haben dich eigentlich in letzter Zeit genervt, wo müsstest du feedbacken, mal dir sauber zu überlegen. Vielleicht auch echt mal, gerade bei schwierigen Themen, mal schriftlich zu sagen, okay, wie sage ich das eigentlich? Also gerade bei, also kennt ihr so heikle Situationen, wo du auch weißt, das könnte auch echt unsere Beziehung sprengen oder das könnte den Leiter auch dahin bringen, dass er wirklich, ja, dann sauber durchdenken, was man sagt und nicht einfach so aus der Hüfte geschossen mal so ein Feedback.